Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Engelberg. Ganz spontane Geschichte hier. Ich habe hier zwei Macher von Flüge.de. Pierre Heinrich hat schon die Ski gebaut für mich damals. Wie das ausgegangen ist, wissen wir ja. Nachdem ich sie gehabt habe, habe ich keinen Weltcupsieg mehr geholt. Und Magister Ronny Brandl, also von der Flüge.de oder SKI, muss man ja sagen. Pierre, wie bist du zufrieden eigentlich bisher mit der Saison? Ja, sehr gut läuft es bei uns im Moment. Wir haben schon einen ersten Sieg mit unserer Marke Sport 2000 in Kusamo. Und jetzt haben wir heute in der Quali auch 3 in der Top 10. Also wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Und Ronny, du machst das gesamte Marketing für Sport 2000 oder für die beiden Marken Sport 2000 Flüge.de. Auch zufrieden, so wie der Pierre? Auch zufrieden, aber es geht natürlich immer noch mehr. Ja, was ist dein Ziel? 10 oder die Top 10, ne? Da passen ja nur 10 rein. Aber es kann noch der eine oder andere mehr sein und vielleicht einer unserer Jungen, wie zum Beispiel Granerud, der heute eine fantastische Qualifikation gesprungen ist. Vielleicht kann er das morgen im Wettkampf umsetzen und das wäre das Ziel für morgen. Gut, aber jetzt steht ja die Vierschanzentournee bevor. Habt ihr noch was in petto? Wird ja überall getestet und probiert. Gibt es da noch irgendwelche Geheimnisse, die ihr vielleicht jetzt hier loswerden wollt? Nein, das werden wir nicht sagen. Es gibt viele Geheimnisse. Und diese Geheimnisse sind schon in den Skisack von den Mannschaften. Und nächste Woche werden sie rausgepackt. Und dann werden wir am 6. Januar rechnen, was das gebracht hat. Dann sind die Geheimnisse nicht mehr geheim? Nein, geheim sind sie nicht. Es gibt schon Geheimnisse. Gut. Und die richtigen Raketen werden in Südkorea gestartet? Naja. Das ist ein ganz heikles anderes Thema, ne? Zwischen Nord- und Südkorea und den Raketen. Genau, aber unsere sozusagen bleiben ja innerhalb Südkorea. Die gehen ja nur die Schanze runter. Also jetzt nochmal ein bisschen seriös zu werden. Ja. Ihr habt ja nicht nur jetzt im Spezialspringen der Herren Leute am Start, sondern auch in der Kombination und Frauenskispringen. Mhm. Wie sieht es da aus? Seid ihr mit der Entwicklung zufrieden? Ja, bei den Damen sind wir auch gut unterwegs. Da haben wir mehrere Athleten, wo auch Top 10 springen können. Und bei den nordischen Kombinierer, da haben wir ja mehrere Athleten. Da gibt es keinen Wettkampf, wo wir nicht auf dem Podest sind. Da haben wir ein richtig gutes Team, gut aufgestellt auf unsere zwei Marken. Und ja, jetzt läuft die Saison und jedes Wochenende lasst es uns überraschen. Pierre, liegt die Hauptarbeit im Sommer oder im Winter? Also wo ist mehr Arbeit oder kann man es gar nicht so einteilen? Im Sommer. Sommer. Im Winter ist Analyse, gucken wir uns alles an und ab 15. Februar wird schon entschieden, was gemacht wird im Sommer für den nächsten Winter. Ronny, gibt ja nur einiges im Skispringen, ist eine neue Marke dazugekommen auf der Plattform Fischer mit BWT. Wie sieht es denn bei euch aus? Hättet ihr noch Kapazität vielleicht für einen weiteren Partner oder zwei weitere Partner oder ist das soweit abgeschlossen oder gibt es am Ende gar keine Springer mehr, die die Produkte verschiedener Marken springen könnten? Naja, im Grunde gibt es natürlich immer Kapazitäten oder die kann man schaffen, aber wenn man davon ausgeht, dass eigentlich 50 Springer pro Qualifikation sich für den Weltcup oder für den Wettkampf qualifizieren, wird es dann irgendwann mal eng und ich glaube so bei 5, 6 Marken, die in Konkurrenz zueinander treten, wird dann irgendwann mal das Ende gefunden sein. Aber wo die Reise hingeht, wird die Zukunft zeigen. Gut, also dann wollen wir euch auch gar nicht länger aufhalten. Danke, dass ihr spontan für uns Zeit hattet. Und wir sagen tschüss. Und morgen geht es natürlich weiter mit dem Einzelspringen, den beiden Einzelspringen von hier. Und dann schauen wir mal, wie die Athleten von Sport 2000 oder Flüge.de abgeschnitten haben.